Hallo und herzlich willkommen zum Tag der Informatik im Informatikzentrum der TU Braunschweig. Sie haben ja gerade schon den Weg hierher zu uns ins Gebäude und auch ins Studio gesehen. Jetzt sind Sie natürlich nicht in Person hier im Informatikzentrum, aber trotzdem will ich Sie gleich auf einen kurzen Rundflug durchs Gebäude mitnehmen. Da können Sie mal sehen, was wir hier so an spannenden Räumen und auch an interessanter Architektur haben. Danach geht es erstmal ein bisschen darum, wie man hier studiert, was das bedeutet, wer da so ist. Zunächst mal stellen sich unsere Fachgruppen vor für Informatik und für Wirtschaftsinformatik. Und danach gibt es drei Beiträge zum Thema Studium. Mein Kollege Konrad Rieck, unser Studiendekan, erzählt einige Dinge zum Informatikstudium an der TU Braunschweig. Dann gibt es ein Interview zum Thema Studieren an der TU überhaupt in digitalen Zeiten, was das so ausmacht, was die Besonderheiten sind an dem Studium, worauf man so achtet, wie der Übergang von der Schule zur Uni ist. Bevor wir dann noch einen Beitrag sehen zum Thema Wirtschaftsinformatik-Studium. Danach geht es in einen Block, wo es ein paar Dinge gibt zum Thema Theorie und Praxis. Also zunächst mal, was sind so Grundlagen von Algorithmen, was sind so Grundlagen von Berechnungen, was sind endliche Automaten, die nicht viel können und trotzdem komplizierte Sachen machen können. Das wird Martin Eisemann vorstellen am Beispiel eines Gartenroboters. Bevor wir dann tatsächlich die Brücke in die Praxis und in den Weltraum machen und sehen, dass das auch in aktueller praktischer Forschung eine durchaus wichtige Rolle spielt. Danach gibt es was, was man im Studium auch zum Thema Algorithmen kennenlernen kann. Dann werde ich Ihnen was erzählen über Sortieralgorithmen und dazu auch ein bisschen singen und tanzen. Studium ist natürlich nicht nur eine Sache, die in der Theorie ist, sondern ganz viel mit Praxis zu tun hat und auch nicht nur alleine, sondern in Teams. Darum geht es dann im nächsten Block, in dem man dann sehen kann, dass bei uns im Studium auch in Teams gemeinsam spannende und herausfordernde, aber auch wirklich coole Projekte entwickelt werden, wo Dinge rauskommen, schon im vierten Semester des Bachelorstudiums, wo man wirklich denkt, meine Güte, da wird wirklich was gelernt und vor allem auch mit Spaß mit anderen Leuten zusammen. Danach schauen wir noch mal so ein bisschen links und rechts, was es auch an Brücken gibt, denn Informatik ist ja nicht nur Theorie und Computer, sondern Informatik hat auch ganz viel damit zu tun, dass es viele, viele Dinge gibt und viele Bereiche gibt, die mit Informatik zu tun haben. Einen davon, einen ganz besonders menschenzugewandten, wird mein Kollege Thomas Deserno vorstellen, der etwas erzählt über das Studium und das Gebiet der Medizininformatik, wo es also auch Brücken gibt zur Medizinischen Hochschule Hannover. Danach wird es nochmal ein bisschen wettkampfmäßig. Da stellt jemand vor von einer Gruppe ISF-Löwen, die als Studierende schon bei überregionalen bundesweiten Wettbewerben teilnehmen zum Thema autonome Modellfahrzeuge, wo man also auch da spannende Bezüge gibt, sieht zwischen dem, was im Studium passiert und was dann auch in der Welt einen Unterschied macht. Weitere Dinge haben wir dann, links und rechts. Weitere Brücke, ein Bereich, wo es sehr, sehr viele Bezüge gibt natürlich, kann man sich vorstellen, der Bereich Nachrichtentechnik, der auch digital ist und wo es also auch viele, viele Brücken gibt zwischen den Fächern, aber auch zwischen Menschen, wo es um Kommunikation geht, um drahtlose Kommunikation oder eben auch darum, wie man Fahrzeugen beibringt, ganz alleine durch die Gegend zu fahren. Ja, das ist bei weitem nicht alles, natürlich nur eine Auswahl. Am Schluss haben wir dann noch zwei schnelle Clips, bei denen das Robotikinstitut hier im Hause sich vorstellt und dann auch die Computergrafik. Viel Spaß dabei und bis gleich.